Hallöchen Leute, ja und herzlich willkommen hier zu Call of Duty Black Ops 2. Ich bin's, der Happy Das Bong ist der 02 Gameplay. und ich möchte euch heute herzlich hier zu einem schönen Kinomodus hier begrüßen. Da setzt ihnen zu. Ja, warum natürlich jetzt der Kinomodus? Ja, weil ich das lieber als Gameplay so lasse und das lieber kommentiere. Hört mir auf mit Live. Es ist wirklich Original! schrecklich, weil Live kann ich mich Wir überhaupt nie gewinnen diesen konzentrieren, Kampf. krieg keine Kills oder sowas. Da wird das unnischt einfach. Es läuft nicht so, Wir wie haben man sich den das so Vorteil vorstellt. verloren. Und dann mache ich es jetzt eher so, wenn ich Lust und Laune habe, wäre ich, oder Auf wenn die ich ja an Beine! sich gut war im Spiel, werde ich Abschuss das nehmen, bestätigt. behalten, mir als Favorit Wir haben speichern die Kontrolle übernommen. und werde das dann immer kommentieren, wenn ich Lust habe. Also ihr müsst bei meinen Videos das immer so sehen, auch bei meinem Kanal, es ist alles so immer, wie man Lust hat. Ich bin jetzt nicht der YouTuber, wo ich mir jetzt sage, ja, ich muss Montag das Wir hochladen, ich muss verlieren diesen Dienstag das Kampf. hochladen, ich muss Mittwoch das hochladen. Also, ich will nichts täglich hochladen. Ich halte mich auch an keinen Plan oder sowas, weil mir soll es ja auch noch Spaß machen. Ich will das jetzt mir nicht ja als Zwang, so wie als kleinen Bedrohung Beruf oder neutralisiert. sowas nehmen. Das ist mein kleines Hobby, was ich hier nebenbei habe. Klar, es ist auch ein bisschen kostspielig mit dem ganzen Zeug, aber das nehme ich auch in Kauf, wenn man Ausbildung macht oder alles. Man verdient ja jetzt auch schon ein bisschen selber Geld, da kann man sowas schon mal machen. Aber genug jetzt erstmal Abschuss erzählt, es verwehrt. geht ja jetzt immerhin hier mal um Black Ops 2. Ja, was soll ich denn erzählen über Black Ops 2? Wir fangen mal mit der Kampagne an. Ja, die Kampagne ist eigentlich echt cool Abschuss gemacht, verwehrt. wie man das eben schon so von Black Ops Abschuss 1 bestätigt. kannte. War das schon echt cool gemacht, von der ganzen Sache her gefällt es mir echt gut, deswegen würde ich es auch jedem schon von der Story her empfehlen. Ja, weiteres von der Story her, ich weiß jetzt nicht, ob jemand schon die Story Sicherheit irgendwie unterwegs. bei YouTube Let's Played hat oder sowas, keine Ahnung, wenn nicht, guckt euch das dort an oder falls ihr sagt, pass Kontrollpunkt auf, erhalten. hier, ich habe ein Problem oder sowas, kannst du mal das zeigen, wie du da Vorne weiterkommen steht's würdest oder... bereit. Vielleicht sagt ihr ja auch, ja, hier könnt ihr ja mal die Story hier let's playen oder Vorne sowas. nähert So. sich. Könnte ich mir auch ganz gut vorstellen, dass ich das ja vielleicht auch mal machen könnte. Weil die Story ist echt Der geil und Bunker macht auch wirklich Drecksland steht Spaß. bevor. Könnte man wirklich viel dazu labern, echt. Hätte man auch viel Stoff Sicherheit und alles erhalten. sowas. Abschuss bestätigt. Wäre schon schön. Wir Ja, sind der Erwartung Story ist befriedigt. wirklich cool gemacht, was jetzt auch die Waffen angeht. Du Raumkontrollwerte kannst dir gibt die es Waffen dann alle. immer selber aussuchen und alles. Das ist wirklich schön gemacht. Also. Haftgranate! Doch, der Kampagnenmodus Abschuss haben sie ordentlich bestätigt. gemacht. Da, deswegen würde ich es auch schon empfehlen. Endspawn-Rakete in Bereitschaft. So, gehen wir Sprengfeuer weiter jetzt angeworfen! zum Mehrspieler-Modus oder Multiplayer oder wie auch immer, was man ja hier auch Bombenlinie. gerade Abschuss sieht. verwehrt. So, Spawn-System nicht gebessert. Ist immer noch Ziele! genauso wie bei MW3 oder wie bei irgendwelchen anderen Call of Duty-Teilen. Genau noch so scheiße. Oder, naja. Nicht eben so doll, wie man sich's vorgestellt Koordinatenlücken hätte. Das, vielleicht hätten sie es erkannt. verbessert. Bestätigt Ich dachte, die befunden. wollten das machen. Naja, man kann sich aber an sowas Endspawn-Rakete auch unterwegs. gewöhnen, wenn ich ehrlich bin. Ja, gut, das Spawn-System, wie schon gerade angesprochen, scheiße. Und naja, Feindliche Drohne die nähert sich. Spieler und alle anderen Uah! so, die Waffen und Uff! sowas. Fangen wir mit den Waffen an. Also es gibt keine so overpowerten Waffen, wie man es so jetzt mehr kennt. Die sind eigentlich alle Abschuss ungefähr bestätigt. gleich gehalten. Auf die Beine! Obwohl es natürlich immer, es gibt, das ist normal, es gibt immer Waffen, mit denen du einfach Abschuss abräumst. bestätigt. Die liegen dir entweder oder die sind wirklich einfach noch OP. Es ist einfach so und das kannst du aber auch nicht abstellen von einem Call of Duty aufs andere. Das geht einfach nicht. Naja, Rappel und dich wieder auf! viele haben ja auch gesagt, Abschuss oh, heute verwehrt. nicht hier, Call of Duty Black Abschuss Ops 2, es bestätigt. ist Let's Drecks Game und Abschuss sowas. Kann verwehrt. ich gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, was Waffenrakete die anderen Leute bestätigt. haben. Ich meine, MW3 hat irgendwie Bewegung! in dem Sinne Bewachte mehr Ziele! Spaß Rappel gemacht, dich weil ich wieder da auch mehr auf! abgeräumt habe. Weil ich Konterdrohne muss nähert sagen, hier sich. die Gegner Abschuss sind wirklich bestätigt. scheiße. Die sind wirklich Vorräte in scheiße. Bereitschaft. Leer geschossen! Du Drohne kriegst nähert einfach sich. keinen Tod. Hier sieht man es jetzt nicht ganz so. Hier bin ich jetzt Vorräte eigentlich relativ unterwegs. gut in dem Spiel. Aber ansonsten ist es wirklich echt für den Arsch. Es ist wirklich für den Arsch. Gegner, ich weiß nicht, Kriegsmaschine die in Gegner sind alle Bereitschaft. so auch OP, die sind alle auch so gut, Verbündete sonst Kriegsmaschine hast du doch immer eingesetzt. irgendwelche Lappen gehabt, die nie so richtig zocken konnten oder wo du gemerkt hast, ja gut, ja, das sind die, die dann nie so oft spielen oder die halt auch mal öfters oder so verrecken. Aber das Abschuss hast du nicht mehr. bestätigt. Die meisten, die jetzt hier spielen, sind wirklich alle schon echt zu gut.
muss ich ehrlich sagen. Wirklich zu gut. Auch wenn das jetzt blöd klingt, aber es ist so. Abschuss bestätigt. Wie man jetzt hier gleich sehen wird, da jetzt kommen die auf einmal von der anderen Seite wieder alle an. Na klar, wenn sie alle da hinten sind, ist ja auch normal irgendwo. Ja. Was kann man noch erzählen? Jetzt hier so über den Multiplayer-Modus. Ja, also ich weiß auch nicht, was die Leute gesagt haben mit der Grafik. Manche haben ja gesagt, die Grafik soll scheiße sein oder sowas. Da hab ich mir echt so gedacht, willst du mich verarschen? Die Grafik ist doch mal echt geil, die Töne sind geil. Alles klingt geil, es ist alles im Einklang. Super, muss ich sagen. Das Gaming an sich macht auch Spaß. Klar, es ist schwierig, aber es macht auch Spaß. Man muss sich wirklich immer erstmal einzocken. Es ist wirklich erstmal, die ersten Runden kackt man erstmal ab. Nicht alle, aber so zählt das bei mir. In den ersten Runden kacke ich ab und dann mit der Zeit geht's. Ja. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen oder so zu erzählen. Wenn nicht, kann ich das euch ja nochmal schreiben, wenn ihr noch Fragen habt oder so, wie gesagt. Oder wenn ihr sagt, ja, hier, das und das finde ich aber nie gut und das ist aber irgendwie falsch. Hast du das erzählt oder das finde ich gar nicht so. Wie gesagt, meine Meinung ist so, wie eure Meinung ist, mir Bockwurst, die kann so sein, wie sie sein sollte. Jeder sollte ja seine eigene Meinung haben, so meine ich das. Naja. Ja, dann gibt es ja noch den Überlebensmodus. Ja, der Überlebensmodus. Fand ich eigentlich jetzt auch nicht so schlecht. Hat mir eigentlich auch gefallen, der Überlebensmodus. Besser als bei Black Ops, muss ich ehrlich sein. Weil du hast mehr Möglichkeiten. Du kannst eben so Team gegen Team oder also Transit, Schmerz oder Überleben an sich. Die Auswahl ist ganz gut. Du hast sozusagen, es ist wie, ja, es sind wie, sagen wir mal, 4 Maps. Aber das in einer, also 4 Zombie-Maps, das eben in einer Map. Also du hast sozusagen eine Welt und in der kannst du zwischen 4 Plätzen reisen. Finde ich gar nicht so schlecht mit dem Bus. Natürlich. Mit dem Bus reisen. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Kann ich ja auch nochmal rausbringen irgendwann mal. Das wird natürlich eine übelste Riesendatei, weil so ein Zombie-Match geht Abschluss ewig. Das muss ich dann entweder an Parts teilen, weil es würde sonst so ewig dauern, wenn ich das alles in einem Stück hochladen würde, wären das mehrere Stunden. Kommt ja auch drauf an, wie ich mich anstelle. Ansonsten macht Spaß. Ich bin jetzt auch in einem Clan drin. Jetzt also sozusagen meinem richtigen Clan jetzt und nicht irgendwie mein eigener Clan. Sorry. Wächter ist einsatzbereit. Ja, sorry. Gerade ein bisschen Husten gehabt. Ja. Verbündete Drohne nähert sich. Ja, mal so in einem richtigen Clan zu sein, ist schon richtig cool. Auf die Beine! Macht doch Spaß. Und es wird jetzt bald auch mal was kommen hier, wo ich dann mit denen jetzt auch hier noch spiele, weil da räumt man ab, da killt man die dann auch schon mal ein bisschen mehr als sonst. Abschuss bestätigt. Das ist ja dann natürlich mal richtig nice. Gucken wir mal, wie es hier so steht gerade. 27:11. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier jetzt leider mal gespielt hatte. Muss ich dann mal am Ende nochmal gucken. Aber ich glaube, da hat sich gar nicht mehr so viel verändert. 27:11 ist gut. Also für mich ist es gut. Manche werden sagen, oh, so viele Tode. Nö, ich finde es gut eigentlich für meine Verhältnisse. Und es bleibt doch bei 27:11. Deren Schmerzen sind euer Geld. Ja, was soll man da noch sagen? Dann verabschiede ich mich an der Stelle mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe versucht, zu jedem ein bisschen was zu sagen. So kurz gefasst, alles hier so ein bisschen in die eine Folge reinzustopfen. Was an Informationen ging, was mir auch so gerade im Kopf rumschwirrte. Ja, ich bereite mich darauf jetzt nicht wirklich vor. Ich rede dann einfach so los und muss dann einfach passen. Wem es gefällt, wem es nicht gefällt, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich werde es dann sehen, wenn ich es hochlade. Naja, gut, dann macht's gut. Ich wünsche euch noch viel Spaß auf YouTube, auf meinem Kanal. Guckt auch nochmal bei den anderen vorbei, die ich noch so bei mir immer in der Abo-Box oder wie auch immer, wo ich die alle noch so drin habe, bei den anderen Teilen, Videos, wie auch immer. Guckt da mal rum. Ja, dann macht euch einen bunten. Und von daher sage ich jetzt erstmal ciao und wir sehen uns beim nächsten Call of Duty Black Ops 2. Und ach ja, nur nochmal als kleine Information am Rande. Bald wird auch wieder ein Shuffle-Video kommen oder ich werde auch versuchen, mal mehr jetzt wieder auch so ein bisschen mehr Hardstyle hier noch mit reinzubringen. Ich kann ja eine Musik dahinter spielen. Na gut, egal.